Das die Geschenkidee des Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Hallo und ganz herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen die Geschenkidee zum Weihnachtsfest empfehlen. Das ist die 10-bändige Love Collection der Bild der Frau. Das sind wirklich mit Herz und Verstand ausgewählte Romane. Und da begrüße ich an meiner Seite eine Fachfrau in Sachen Belletristik von der Bild der Frau, Charlotte Hofmann. Charlotte, hallo. Hallo. Der Name Love Collection, was beinhaltet der denn? Also bei uns geht es ganz klar hauptsächlich um Liebe. Also unsere Love Collection hat nur Liebesbestseller, bei denen die Liebe absolut im Vordergrund steht. Ja, das sind ja so Titel, die man ja irgendwo schon mal gehört hat. Genau. Wir haben für jede Lösung ein Problem. Das kennt jeder, hat meine Freundin sogar auch im Schrank zu stehen und hat das mit Begeisterung gelesen. Dann natürlich Klassiker wie PS, ich liebe dich. Das war ein Film, genau, der wurde das wurde ja auch ganz groß von Hollywood verfilmt mit Gerard Butler und mit Hilary Swank. Das war natürlich eine Riesenverfilmung. Das haben in Deutschland alleine über 4 Millionen Leute gesehen. Ja. PS, ich liebe dich ist natürlich mit Cecilia Ahern ein absoluter Liebesklassiker, der zu dieser Kollektion ganz klar dazu gehört. Ja. Wir gehen gleich noch weiter auf andere Bücher auch noch ein. So in der Zeit, wo er viel mit Elektronik läuft, nicht? Wo liegt so ein Schwerpunkt dann im Lesen? Ja, bei einem Buch ist es einfach nochmal was völlig anderes, weil wir da einfach was in der Hand haben. Man hat dieses haptische Erlebnis. Hm. Und da haben wir dann auch gesagt, dass wir da absolut einen Schwerpunkt legen wollen. Das ist die Geschenkidee des Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Sie zahlen für die gesamte Kollektion, sprich für 10 absolute Bestseller, nur 49,95 Euro plus Versand. Die Bild der Frau Love Collection ist die ultimative Geschenkidee. Deshalb rufen Sie uns jetzt an 0180 3x die 5 03. Normalerweise sind diese Bücher ja wahnsinnig teuer. Genau. Und in diesem Paket, weil ja 10 Stück drin sind mit so hochwertigen Titeln einfach auch und vor allen Dingen auch Autorinnen, finde ich das ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, auch gerade zum Verschenken. Genau. Also bei uns kosten ja die Love Collection, die 10 Bücher zusammen kosten 49,95 Euro. Ja. Das heißt, jedes Buch kostet weniger als 5 Euro. Ich wage zu sagen, das findet man sonst eigentlich nicht, dass man pro Buch weniger als 5 Euro bezahlt für ein Hardcover in dieser Gestaltung. Das war einfach uns aber auch ganz, ganz wichtig, weil wir momentan auch 30-jähriges Jubiläum der Bild der Frau feiern. Ja. Und da wollten wir dann auch irgendwie so ein kleines Dankeschön für unsere Leser zurückmachen. Man kann es natürlich wunderbar als Geschenk benutzen. Also ob es jetzt meine beste Freundin sein sollte, meine Mutter oder ähnliches. Diesen Klassiker PS, ich liebe dich, Filmform, Buchform. Das heißt, also da hat man ja auch schon mal 2 verschiedene Welten, du hattest das schon angesprochen. Der Film ist dann eben ein bisschen anders als das Buch oder umgekehrt. Rosamunde Pilcher ist ja auch so ein Klassiker. Da gibt es ja auch so die wildesten Szenen. Sonntagabend, Tatort läuft auf dem einen Programm, Rosamunde Pilcher auf dem anderen. Ja. Was gucken wir? Und das finde ich eben auch sehr schön, dass man auch in diese Klassiker mal eintauchen kann. Die Wanderhure, das war ja auch ein riesengroßer Filmerfolg. Ne? Genau, der wurde ja auch verfilmt im TV. Ja, ja. Da hat die Hauptrolle Alexandra Nelder gespielt. Mhm. Das war ja auch eine zweiteilige Verfilmung. Es wurde sehr, sehr groß aufgezogen. Man muss dazu sagen, die Wanderhure ist auch ein mehrbändiger Roman. Ja. Das ist der erste Roman von dieser Romanreihe, aber auch der berühmteste und der sozusagen eben wirklich der Klassiker. Ja. Und wir arbeiten hier ja auch nur mit Bestsellern und Klassikern. Deswegen war ganz klar, dass die Wanderhure bei uns auch eine Rolle spielen wird. Ja. Das Buch, ist das denn zum Film identisch oder gibt es da immer Unterschiede? Also bei einer Buchverfilmung ist es ganz klar, dass man sehen muss, dass es immer eine Interpretation ist. Ja. Natürlich ist der Inhalt ähnlich, das ist auch bei PS, ich liebe dich so, aber gerade bei PS, ich liebe dich wurden einige Szenen auch noch mal stark verändert. Das Ende ist teilweise anders, das haben wir auch bei anderen Verfilmungen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, auch wenn man den Film schon gesehen hat oder gerade dann, noch mal seiner eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und vielleicht selbst den Protagonisten noch mal selbst zu erstellen in seiner eigenen Fantasiewelt.
Ja. Was mir bei dieser Love Collection gleich aufgefallen ist, bei jedem einzelnen Buch, die haben nicht so ein Wubble-Cover, ja, wie ich das bezeichne, sondern das ist ein hartes. Genau, das nennt man auch Hardcover. Okay. Viele Bücher erscheinen ja auch in Taschenbuchformat. Das ist eben, wenn sie so ein bisschen wabbeliger sind. Okay. Wir haben uns dazu entschieden, ein Hardcover-Format zu wählen. Mhm. Denn ein Hardcover-Format ist natürlich wesentlich fester, wesentlich robuster, aber auch wesentlich schöner. Und zwar haben wir uns hierbei auch für eine Lederoptik entschieden. Mhm. Mit einer sogenannten Vignettenprägung. Da ist eben auch das ursprüngliche Cover abgebildet. Ja. Das hat auch einen kleinen Wiedererkennungswert zu den Originalausgaben. Und dann eben noch zusätzlich veredelt mit einer Silberfolienprägung der Titel. Das war uns wichtig. Wir wollten dem Kunden für wenig sehr viel bieten. Und ich denke, das ist uns auch wirklich gut gelungen. Ist es euch auch. Aber Achtung, ich muss es noch einmal betonen. Dieses einmalige Angebot ist zeitlich befristet. Darum sollten Sie die Chance zur Bestellung gleich nutzen. Danke für diese großartige Empfehlung, liebe Charlotte, von der Bild der Frau. Unser Tipp für Sie, die 10-bändige Love Collection der Bild der Frau. Die Wanderhure, Wintersonne, PS, ich liebe dich, die Frau des Zeitreisenden und. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Gestaltung. 10 Romane von Frauen, aber nicht nur für Frauen. 10-mal Liebe und Schicksal in 10 Weltbestsellern. Also rufen Sie uns am besten sofort an, denn dieses Angebot ist limitiert. Das ist die Geschenkidee des Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Sie zahlen für die gesamte Kollektion, sprich für 10 absolute Bestseller, nur 49,95 € plus Versand. Die Bild der Frau Love Collection ist die ultimative Geschenkidee. Deshalb rufen Sie uns jetzt an. 080 3x5 03. Darauf haben Sie mehr als 50 Jahre lang gewartet. 24 Stunden Musik in Ihrer Sprache. Europaweit zu empfangen. Gebührenfrei. Über Kabel und Satellit Astra. Das ist Ihr deutsches Musikfernsehen. Mehr Infos unter 080 5 25 26 27. Jetzt Sendersuchlauf starten. Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Hallo und ganz herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen die Geschenkidee zum Weihnachtsfest empfehlen. Das ist die 10-bändige Love Collection der Bild der Frau. Das sind wirklich mit Herz und Verstand ausgewählte Romane. Und da begrüße ich an meiner Seite eine Fachfrau in Sachen Belletristik von der Bild der Frau, Charlotte Hofmann. Charlotte, hallo. Hallo. Der Name Love Collection, was beinhaltet der denn? Also bei uns geht es ganz klar hauptsächlich um Liebe. Also unsere Love Collection hat nur Liebesbestseller, bei denen die Liebe absolut im Vordergrund steht. Ja, das sind ja so Titel, die man ja irgendwo schon mal gehört hat. Genau. Wir haben für jede Lösung ein Problem. Das kennt jeder, hat meine Freundin sogar auch im Schrank zu stehen und hat das mit Begeisterung gelesen. Dann natürlich Klassiker wie PS, ich liebe dich. Das war ein Film, genau, der wurde das wurde ja auch ganz groß von Hollywood verfilmt mit Gerard Butler und mit Hilary Swank. Das war natürlich eine Riesenverfilmung. Das haben in Deutschland alleine über 4 Millionen Leute gesehen. Ja. PS, ich liebe dich ist natürlich mit Cecilia Ahern ein absoluter Liebesklassiker, der zu dieser Kollektion ganz klar dazu gehört. Ja. Wir gehen gleich noch weiter auf andere Bücher auch noch ein. So in der Zeit, wo ja viel mit Elektronik läuft, nicht? Wo liegt so ein Schwerpunkt dann im Lesen? Ja, bei einem Buch ist es einfach nochmal was völlig anderes, weil wir da einfach was in der Hand haben. Man hat dieses haptische Erlebnis. Hm. Und da haben wir dann auch gesagt, dass wir da absoluten Schwerpunkt legen wollen. Das ist die Geschenkidee des Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Sie zahlen für die gesamte Kollektion, sprich für 10 absolute Bestseller, nur 49,95 € plus Versand. Die Bild der Frau Love Collection ist die ultimative Geschenkidee. Deshalb rufen Sie uns jetzt
jetzt an 0180 3x5 03. Normalerweise sind diese Bücher ja wahnsinnig teuer. Genau. Und in diesem Paket, weil ja 10 Stück drin sind mit so hochwertigen Titeln einfach auch und vor allen Dingen auch Autorinnen, finde ich das ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, auch gerade zum Verschenken. Genau. Also bei uns kosten ja die Love Collection, ja, die 10 Bücher zusammen kosten 49,95 Euro. Ja. Das heißt, jedes Buch kostet weniger als 5 Euro. Ich wage zu sagen, das findet man sonst eigentlich nicht, dass man pro Buch weniger als 5 Euro bezahlt für ein Hardcover in dieser Gestaltung. Das war einfach uns aber auch ganz, ganz wichtig, weil wir momentan auch 30-jähriges Jubiläum der Bild der Frau feiern. Ja. Und da wollten wir dann auch irgendwie so ein kleines Dankeschön für unsere Leser zurückmachen. Man kann es natürlich wunderbar als Geschenk benutzen. Also ob es jetzt meine beste Freundin sein sollte, meine Mutter oder ähnliches. Diesen Klassiker PS, ich liebe dich, Filmform, Buchform. Das ja. heißt, also da hat man ja auch schon mal zwei verschiedene Welten. Du hattest das schon angesprochen. Der Film ist dann eben ein bisschen anders als das Buch oder umgekehrt. Rosamunde Pilcher ist ja auch so ein Klassiker. Da gibt es ja auch so die wildesten Szenen. Sonntagabend, genau. Ja, Tatort läuft auf dem einen Programm, ja, Rosamunde Pilcher auf dem anderen. Ja. Was gucken wir? Und das finde ich eben auch sehr schön, dass man auch in diese Klassiker mal eintauchen kann. Die Wanderhure, das war ja auch ein riesengroßer Filmerfolg. Ne? Genau, der wurde ja auch verfilmt im TV. Ja, ja. Da hat die Hauptrolle Alexandra Nelder gespielt. Mhm. Das war ja auch eine zweiteilige Verfilmung. Es wurde ja sehr, sehr groß aufgezogen. Man muss dazu sagen, die Wanderhure ist auch ein mehrbändiger Roman. Ja. Das ist der erste Roman von dieser Romanreihe, aber auch der berühmteste und der sozusagen eben wirklich der Klassiker. Ja. Und wir arbeiten hier ja auch nur mit Bestsellern und Klassikern. Deswegen war ganz klar, dass die Wanderhure bei uns auch eine Rolle spielen wird. Ja. Das Buch, ist das denn zum Film identisch oder gibt es da immer Unterschiede? Also bei einer Buchverfilmung ist es ganz klar, dass man sehen muss, dass es immer eine Interpretation ist. Ja. Natürlich ist der Inhalt ähnlich, das ist auch bei PS Ich liebe dich so, aber gerade bei PS Ich liebe dich wurden einige Szenen auch noch mal stark verändert. Das Ende ist teilweise anders, das haben wir auch bei anderen Verfilmungen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, auch wenn man den Film schon gesehen hat, oder gerade dann noch mal seiner eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und vielleicht selbst den Protagonisten noch mal selbst zu erstellen in seiner eigenen Fantasiewelt. Ja. Was mir bei dieser Love Collection gleich aufgefallen ist, bei jedem einzelnen Buch, die haben nicht so ein Wabbelcover, ja, wie ich das bezeichne, sondern das ist ein hartes. Genau, das nennt man auch Hardcover. Okay. Viele Bücher erscheinen ja auch in Taschenbuchformat. Das ist eben, wenn sie so ein bisschen wabbeliger sind. Okay. Wir haben uns dazu entschieden, ein Hardcover-Format zu wählen. Hm. Denn ein Hardcover-Format ist natürlich wesentlich fester, wesentlich robuster, aber auch wesentlich schöner. Und zwar haben wir uns hierbei auch für eine Lederoptik entschieden. Mhm. Mit einer sogenannten Vignettenprägung. Da ja. ist eben auch das ursprüngliche Cover abgebildet. Ja. Das hat auch einen kleinen Wiedererkennungswert zu den Originalausgaben. Und dann eben noch zusätzlich veredelt mit einer Silberfolienprägung der Titel. Das war uns wichtig. Wir wollten dem Kunden für wenig sehr viel bieten. Und ich denke, das ist uns auch wirklich gut gelungen. Ist es euch auch. Aber Achtung, ich muss es noch einmal betonen, dieses einmalige Angebot ist zeitlich befristet. Darum sollten Sie die Chance zur Bestellung gleich nutzen. Danke für diese großartige Empfehlung, liebe Charlotte, von der Bild der Frau. Unser Tipp für Sie, die 10-bändige Love Collection der Bild der Frau, die Wanderhure, Wintersonne, PS Ich liebe dich, die Frau des Zeitreisenden und. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Gestaltung. 10 Romane von Frauen, aber nicht nur für Frauen. 10-mal Liebe und Schicksal in 10 Weltbestsellern. Also rufen Sie uns am besten sofort an, denn dieses Angebot ist limitiert. Das ist die Geschenkidee des Jahres. Die Bild der Frau Love Collection. Das sind die 10 schönsten Liebesromane für Sie in einer einmalig schönen Geschenkedition. Sie zahlen für die gesamte Kollektion, sprich für 10 absolute Bestseller, nur 49,95 Euro plus Versand. Die Bild der Frau Love Collection ist die ultimative Geschenkidee. Deshalb rufen Sie uns jetzt an 0180 3x5 03. Darauf haben Sie mehr als 50 Jahre lang gewartet. 24 Stunden Musik in Ihrer Sprache. Europaweit zu empfangen. Gebührenfrei. Über Kabel und Satellit Astra. Das ist Ihr deutsches Musikfernsehen.
Mehr Infos unter 0185 25 26 27. Jetzt Sendersuchlauf starten.